Hallo meine lieben Freunde zu dieser etwas zugegeben speziellen Art von Topliste. Heute möchte ich euch nämlich 10 Anime mit neko Mimis vorstellen, plus meinem speziellen Alltime Favorite. Dabei wird dieses Video keine direkte Bewertung besitzen, sondern lediglich aufzeigen, welche verschiedene Arten von Anime mit süßen Katzenmädchen es gibt. Also lehnt euch zurück und lasst euch von der Cuteness übermannen. Den Anfang machen wir mit einer magischen Katze, nämlich Blair, aus dem 2008 von Studio Bones erschaffenen Anime Soul Eater. so ziemlich jeder wird wahrscheinlich diese Anime kennen. Blair ist eine weibliche Katze mit starken magischen Kräften. Dadurch ist es der lila gefärbten Katze möglich, die Gestalt einer Frau anzunehmen. Durch ihr attraktives Auftreten verdreht sie so dem ein oder anderen Mann auch den Kopf. Soul -Ida spielt rund um die Shibusen-Universität, deren Schüler sogenannte Meister, auch Shukunin im Original genannt, sind. Jeder von ihnen hat eine Art lebende Waffe als Partner und sie alle verfolgen dasselbe Ziel, ihre Waffe zu einer Death Skype zu machen, indem sie die Seen böser Menschen aufsammeln. Von einer magischen Katze, die sich in Menschen verwandelt, gehen wir zu einer typischen Nekomimi, nämlich Ibaraki Doji. Diese braucht keine Magie einzusetzen, um zu zeigen, was sie hat. Die attraktive Katzendame mit den Maßen 98, 62, 91 ist auch so schon gut betucht und ein wirklicher Hingucker. In dem Anime Onigiri geht es nicht um Essen, sondern um Kamikui, Monster, die das Siegel der Göttin Amaterasu gebrochen haben und zur Erde gekommen sind, um Chaos zu verbreiten, und jene tapfere Mädchen, die sie bekämpfen. Darunter auch jene attraktive Katzendame namens Ibaraki Doshi. Wie viel Aufmerksamkeit die süße Eris bei ihrem Besuch erweckt, hätte sie wohl kaum selbst geglaubt. Die junge Dame ist nicht etwa ein weiblicher Cosplay-Fan, der sich mit Vorliebe Katzenohren und Schwänze aufsetzt, sondern ein waschechtes Edem vom Planeten Katja. Das auf die Erde gekommen ist, um die Menschen und ihre Kultur näher kennenzulernen und vor allem um eine Menge Spaß zu haben. Selbstverständlich nimmt keiner dem attraktiven Alien diese Aussage ab, sodass sie erst anhand ihrer hochentwickelten technischen Geräte beweisen muss, dass sie nicht von der Erde stammt. Ohne Umschweife nistet sich eris bei Kyo Kakasu ein und nutzt dessen Zuhause fortan als Botschaft ihrer Nation, wodurch sie selbst die Funktion der offiziellen Botschafterin annimmt. Als wäre Eris für diesen Anime nicht süß genug, erscheinen auch noch später weitere so, zum Beispiel Kune, eine Hage, Nekomimi und Kapitänen von Eres Mutterschiff. Einfach katztastisch. Miau. Nach unserem süßen katzen erscheinen streunende Katzen aus dem Anime Mao Neko Oran run auf unserer katzenhaften Liste. Der Anime handelt von Takumi Suzuki, welcher zusammen mit seiner großen Schwester Otome und seiner Kindheitsfreundin Fumino Serizawa ein kleines Backwarengeschäft namens Stray Cats, passend zu Otomes Hang Katzen bei sich aufzunehmen, betreibt. Doch sein alltägliches Leben bekommt einen weiteren Schwung in eine neue Richtung, als Fumino und er nach einem menschengroßen Katze suchen, die angeblich den Kuchen eines Kunden geklaut hat. Wie ihr euch denken könnt, ist die menschengroße Katze unsere Nekomimi aus dem Anime. Es handelt sich hierbei um die Katzendame Nozomi Kiria, einer streunenden Katze, welche wie besagt angeblich den Kuchen aus Otomitsukis Backwarenladen Stray Cats gestohlen haben soll und nach der Fumino und der kleine Junge suchen. Letztlich wird Nosumi von Otomi selbst gefunden und ohne Widerrede in die Familie aufgenommen, wodurch sie später schrödern von Chise Uminori an der Uminori Private School wird und in Otomis Backwarenladen aushilft. Auf dem Heimweg von einem Date mit ihrem Schwamm Masaya Aoyama trifft Ichigo Momomiya auf vier Mädchen in ihrem Alter. Bei einem Erdbeben verschmelzen die fünf auf seltsame Art mit Genen bedrohter Tierarten. Nach diesem Unfall hat Ichigo die Fähigkeiten einer Iromote-Wildkatze. Im rosa Kampfdress mit Katzenohren ausgestattet muss sie fortan gegen Chimären von edlen Parasiten befallene Tiere antreten. Mit ihren vier Mitstreiterinnen ist sie für die Sicherheit der Erde verantwortlich. Als Mew Ichigo hat Ichigo rosafarbene Haare und Augen, außerdem noch Katzenohren und einen langen Schwanz mit einer roten Schleife und einer Glocke. Zwar besitzt Persia im Anime Gate nur eine kleine Nebenrolle während wenigen Szenen, aber sind diese aufgrund ihrer niedlichen Art einfach herzerwärmend. Neben Persia gibt es in diesem Fantasy-Action-Werk übrigens auch noch Häsinnen und andere süße Tierwesen, die einfach nur niedlich sind. Gate spielt im 21. Jahrhundert unserer Zeit. In Ginza öffnet sich eines Tages ein magisches Tor, aus diesem dringen jede Menge Wesen ein, die man bis dahin nur aus Büchern kannte. Diese Wesen töteten viele Bürger Tokios. Um die andere Welt zu entdecken und die Frage zu beantworten, die sich die Menschen gestellt haben, schickt die Regierung kleine Gruppen von japanischen Soldaten in die Welt hinter dem Tor. Shining Tier X weint, spielt auf dem Traumkontinent Weltenerde, der eine Art andere Dimension ist. Der Anime beginnt jedoch in unserer Welt. Der Schülerrat der St. Ruminius Academy untersucht das Verschwinden eines Schülers aus dem ersten Jahrgang. Nachdem der Präsident des Rates Seonchi und seine Assistentin Hirunda auf ein Buch gestoßen sind, das von einer anderen Welt berichtet, fehlt auch von ihnen jede Spur. Die anderen Schülerratsmitglieder sorgen sich. Dann treffen Suma und Kuria jedoch auf ein merkwürdiges Mädchen mit Katzenohren namens Mao, die von einem Wolfswesen verfolgt wird. Mao ist in diese Welt gekommen, weil sie einen geflügelten Mann namens Zero sucht. Als Suma und Mao gegen das Wolfswesen kämpfen, wird Maos Spiegel zerstört und sie werden durch ein Chaos gate nach Enderf gezogen. Im Übrigen, kleiner Spoiler, ist Mao die Prinzessin der Tiermenschen in der Traumwelt Enderf und damit die zukünftige Königin des Landes Bestia. Früher war sie eine Gefährtin von Zero, damals noch unter Xion bekannt, und bestand viele aufregende Abenteuer mit ihm und weiteren Gefährten wie Blank, Nietzsche und Elvin. Die Actionkomödie Hyperpolis spielt in einer postapokalyptischen Zeit. Kreaturen aus alten Überlieferungen sind erschienen und versuchen mit den Menschen zu interagieren. Wobei die Polizei Unterstützung von diversen Kopfgeldjägern bekommt. Andere Polizeistellen hingegen kämpfen um die Belohnung, die sie für die Festnahme von Verbrechern bekommen. Nur wenige Menschen mögen die Kreaturen, weshalb sie auch in den seltensten Fällen mit ihnen zu tun haben wollen. Die Geschichte handelt hauptsächlich von einer Polizeieinheit, die viele Bestien als Beamte beschäftigt. Im Gegensatz dazu die Met-Polizei, die sozusagen die reguläre Polizei in Shinjuku darstellt und nur aus normalen Menschen besteht und mittendrin ist die süße und zierliche Katzendame Natsuki Sasahara. Lustig wird es auch mit Niantan. Diese ist nämlich die Katze in der chinesischen Astrologie. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Mitglied der chinesischen Sternzeichen zu werden. Allerdings ist sie simplen Gemüts und leidet unter Gedächtnisverlust, weshalb ihre Versuche, Mitglied zu werden, in der Regel lachhaft und absurd erscheinen. Eines Tages trifft er auf den Oberschüler Takeru Tendo, der alleine in Akehabara lebt. Kurzerhand quartiert sie sich bei ihm ein und setzt ihr Vorhaben, ein Sternzeichen zu werden, unvermittelt fort. Nach Comedy, Action und Edgy Kätzchen möchte ich natürlich auch nicht den Nekomimi Anime schlechthin hier vergessen aufzuzählen. Wenngleich die Anime-Serie noch in der Produktion ist und auf sich warten lässt, schaffte das Franchise in Windeseile den Anime-Film per Ground-Founding zu finanzieren. Und um Längen das Ziel zu übertreffen. Die Rede ist natürlich von Neko Para. Die Geschichte des Anime-Films folgt Kashu Minazuki, einem Konditor aus traditionsreichem Haus, der sein Zuhause verlässt, um seine ganz eigene Konditorei zu eröffnen. Beim Auspacken seiner Umzugskartons muss er allerdings feststellen, dass sich zwei der Catgirls der Familie, nämlich Schokola und Vanilla, zwischen sein Gepäck geschlichen haben. Eigentlich will er die beiden Postwänden zurück nach Hause schicken, doch wer kann den unschuldigen und bittenden Blicken zweier niedlicher Catgirls schon widerstehen? Jedenfalls nicht, und so dürfen die beiden bleiben. Und die Konditorei gewinnt gleich zwei bezaubernde Kellnerinnen. Wer meinen Kanal oder besser mich schon länger kennt, der wird sich schon gewundert haben, wo dieser Anime bleibt. Aber bekanntlich kommt eben das Beste immer zum Schluss. Denn wo in den vorherigen Animes nur wenige Charaktere Nekomimi waren, so ist im Animationswerk Days eine ganze Welt von ihnen bevölkert. Zugegeben, nicht nur süße Kätzchen, Look at you, Sean Clafortis, sondern auch sexy Häschen und treue Hühninnen sind in dieser Welt vertreten. Dog Days gehört zu meinen persönlichen All-Time-Favorites. Im Land Fronjard wird die Republik Biscotti vom Löwenkönigreich Charlotte angegriffen. Angesichts einer drohenden Niederlage beschwört Prinzessin Midiore einen Helden, der das Land retten soll. Doch was sie erhält, ist Izumi Shinko, ein Schüler aus Japan. Was ihn in Fronjard erwartet, ist die Aufgabe, ein Held zu werden, der gut genug ist, seine Feinde zu besiegen, während er die besonderen Kampfregeln in dieser seltsamen neuen Welt erlernt. Wer sich schon gewundert hat, wo Sinon und Alyssa Rue aus Sword Art Online bleiben, die habe ich erlaubt aus der Liste zu streichen, da diese keine wirklich Nekomimis sind, sondern lediglich Avatare aus Videospielen im Anime. Ansonsten ist diese Liste natürlich nicht vollständig. Ich weiß, dass es über 30 verschiedene Animes gibt, in denen eben Nekomimis auftauchen. Schreibt mal unten in die Kommentare, welcher Anime euch am liebsten ist von dieser Liste, falls ihr diese schon gekannt habt oder noch besser, was ist euer Lieblingsanime mit einer Neko bzw. Nico Mimis. Ich freue mich auf eure Kommentare, hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.